Was geht bei euch, Leute? Ich hoffe, jedem von euch geht es gut. Ich probiere wieder aktiver zu werden, was Langform-Videos betrifft. Plus, habt ihr die Polarlichter gesehen? Denn für mich ist es einfach zu spät. Ich bin ein alter Knacker. Bis 4 oder 6 Uhr nachts morgen wach bleiben, für Lichter zu sehen. Nee, wir starten rein. Let's go! Ich glaube, viele von euch verstehen noch nicht, wie heftig dieses Ereignis ist. Polarlichter in Deutschland. Ich telefoniere vorhin so mit meinem Vater und erkläre ihm, warum es überhaupt zu Sonnenstürmen kommt und sagt, das gab es zuletzt vor 20 Jahren. Daraufhin meinte er... Digga, 20 Jahren war ich 9. 9. Und ich hab's mit 9 noch nicht mal gesehen. Oh, dann also wieder in 20 Jahren? Nein. Keine Ahnung, wann wir wieder die Gelegenheit für so ein Spektakel bekommen. Deswegen geht raus und genießt es. Falls du es letzte Nacht verpasst hast, heute Nacht hast du wieder die Chance. Heute Nacht wieder die Chance? Ey, wie viel Uhr? Am besten ihr schaut oder geht mehrmals raus, denn eine genaue Uhrzeit, die kann man einfach nicht geben. Oh, gestern hieß es, dass das Maximum um 4 Uhr morgens sein wird, aber es kam erst um 6 Uhr, 7 Uhr morgens. Die haben mir alle gesagt, dass es passiert, wenn es dunkel draußen ist. Um 6 Uhr morgens ist schon hell. 7 Uhr morgens ist schon richtig hell. Die Sonne ist am höchsten Punkt gefühlt bei mir. Also ich weiß nicht, ob das Fake-Info ist hier. Das sind nur ein paar Bilder mit Langzeitbelichtung, die ich um 0.30 Uhr mit dem iPhone 12 Pro Max geschossen habe. Je weiter südlich du dich befindest, desto rötlicher wird für dich das Licht der Polarlichter ausschauen. Je nördlicher du bist oder je näher du an den Polen bist, wirst du den grünen Teil der unteren Atmosphäre sehen. Leute, wirklich, wenn es irgendwas geben sollte, was man im Leben nicht verpassen darf, dann sowas. Dieses Grün, dieses Pink, Alter, oh mein Gott. Es ist natürlich schade, dass man das mit dem bloßen Auge nicht so erkennt, wie hier dargestellt. Aber warum erkenne ich das nicht mehr in meinen Augen? Du willst mir sagen, dass ein Handy besser als meine Augen sind? Draggy? Ich weiß ja nicht. Durch die ganz einfache 3-Sekunden-Belichtung des iPhones kriegst du schon solche Bilder. Also falls ihr heute Nacht rausgeht, schickt mir eure Bilder, ich will die sehen. Genau, schickt mir mal eure Bilder per Instagram, hightarone25, falls ihr irgendwelche Bilder habt. Oder schickt sie mir per Instagram, weil, das, ja, sonst gibt's ja nichts. Ja. Hallo? Hallo, boah, deine Mutter ist hässlich, Digga. Aber seit wann kann man mit Luftballons schmeißen? Habe ich irgendwas verpasst? Deine Mutter ist so fett. Digga, für wen hältst du dich? Für deine Mutter. Der Ball kommt gut. Oh, ein Eigentor. Hallo? Ich check's nicht wirklich, aber... Will im Bus etwas Druck ablassen? Was ist denn das für ein Schiss? Nein, ich muss mal. Hä? Oh! Hui, muss scheißen. Harasho! Was habe ich mir gerade angeschaut? Mom, was heißt eigentlich I don't know? Was für ein Ding I don't know? Ach so, ich weiß nicht. Und du sagst immer, dass du Englisch kannst. Ein hoffnungsloser Fall. Dad, was... Hä, I don't know heißt doch, ich weiß nicht. I don't know. Ich weiß nicht. Weißt du, was I don't know heißt? Ich schaue mir gerade Nachrichten an. Oh Gott, das interessiert mich nicht, Dad. Was heißt I don't know? Ich weiß nicht. Und diese Menschen regen sich dann noch über meine Englischnoten auf. Mami, ich mache gerade meine Englischhausaufgaben. Weißt du vielleicht, was I don't know heißt? I don't know bedeutet, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hey Siri, was bedeutet I don't know? Ich weiß nicht. Das reicht jetzt. Aha. Okay, ich hab's gecheckt. Weiß das überhaupt irgendjemand? Und jetzt kommt dran Lina. Lina, was bedeutet I don't know? Ich weiß nicht. Na sowas. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht von dir erwartet. Aber super, du bekommst deine 1. Damn! Das muss ich auch in Mathe versuchen. Mathe-Katastrophe-Fach. Hallo, ich würde einmal das hier nehmen. Mhm. Wie bezahlen 3,95. Mhm. Deutschland abläuft. Ja. Was ist los? Sowas machen wir hier generell nicht, ne, mit so großen Scheinen. Ich weiß, an der Tanke kannst du mit 500-Euro-Scheinen nicht bezahlen oder, glaube ich, sogar 200-Euro-Scheinen, denn die sind... kannst du fälschen. Aber yo, sind wir mal ehrlich. Die Leute, die LKWs haben, die tanken, glaube ich, am Tag 1000 Euro. Was, wenn die mal einen 500er mitbringen? Ja, 50 Euro. 50 Euro ist jetzt nicht so viel. Nee, geht nicht. Tut mir echt leid. Haben wir auch wieder vorne hingeschrieben. Okay, dann... dann hier mit Karte. Oh, mit sowas kann man hier generell nicht zahlen. Hä? So, das ist eine normale Girocard. Nee, sorry, aber wo sind wir denn hier? Haben wir fliegende Autos?
Ich glaube, überall kannst du mit Karte bezahlen, egal was für ein Betrag, ob es 20 Cent ist oder so. Seit wann kannst du mit Karte nicht bezahlen? Auto sind wir im Jahr 2050. Überall auf der Welt kann man mit Karte zahlen, immer. Okay, dann tut mir leid, dann, um das explizit nochmal für Sie zu sagen, in dieser Filiale ist Kartenzahlung nicht gestattet, nicht gewünscht. Hä? Wissen Sie was? Mit was zahlt man dann? So, hier, ich gebe das auf den Cent genau. Tut mir leid, Maximum 5 Münzen, mehr nehmen wir hier nicht. Bro! Geld ist Geld, egal wie viel, oder? Schisch. Also Deutschland mies kritisch. Sie kleine Fotze. Ich bin weiß, ich bin schwarz, ich bin gelb, ich bin rot. Ich bin eine Katze. Ich bin ein Vogel. Ich bin ein Noob, ein Noob, ein Noob. Ich camp in Büschen. Okay, Bro, ich bin ein Buschcamper. Und, hast du ein Problem damit? Edgar. Also Edgar-Spieler muss ich auch ehrlich sagen, ich hasse euch zu Tode. Ihr seid einfach Noobs. Büschen und ich bin nicht gut. Ein Noob, ein Noob, ein Noob. Ich bin weiß. Edgar Spieler, ihr müsst aufhören, Edgar zu nutzen. Jeder, der Edgar nutzt, wenn ich Brawl Stars spiele, ich bann dich weg. Oh mein Gott, Schatz, das nächste Mal, wenn ich etwas Süßes essen will, musst du mir sagen nein. Bitte. Das Leben in einer Beziehung. Okay. Boah, Schatz, ist voll warm. Wollen wir ein Eis essen? Nein. Du liebst mich gar nicht. Bin dir egal. Hä? Aber das stimmt wirklich, Digga. Die 10 schlauesten Städte in Deutschland. Wer sind hier die Schlaumeier? Ich denke, schlauste würde entweder Berlin oder München sein. Safe. Ja, Frankfurt. Ist Nummer 3. Frankfurt? Nummer 3? Warst du schon mal in Frankfurt? Hälfte schlau, Hälfte, ja, Berlin. Nee. München. Ist Nummer 6. Was? Was ist denn so eine schlaue Stadt, die schlau klingt? Hamburg. Ist Nummer 4. Köln. Nummer 1. Köln Nummer 1? Was? Krass? Ehrlich? Die Kölner. Düsseldorf. Ist Nummer 10. Bremen. Nö. Dortmund. Ist Nummer 5. Vor München. Oh, oh, oh. Schalke. Auf gar keinen Fall. Schalke, auf gar keinen Fall. Ja. Nö. 2 in NRW. B. Bonn. Ist Nummer 8. Bonn. Jetzt mit M. München-Gladbach. Nö. Ü. Münster. Ist Nummer 7. Nummer 9 ist Richtung Niedersachsen. Bad Kreuznach. Mann. H. Hannover. Ist Nummer 9. Was ist Nummer 2? Bundesliga. K. Karlsruhe. Nummer 2. Ah, ich hab gedacht, er sagt Kaiserslautern. Weil ich wohne Kaiserslautern, weil ich bin trock. Dumm. Ich bin einfach blöd, Digga. 2. Karlsruhe, so schlau. Wer ist dein TikTok-Crush? Wer ist mein TikTok-Crush? Du. Walla Krise. Wer ist dein TikTok-Crush? Fängt mit T an. Hört mit Reza auf. Wer ist dein TikTok-Crush? Safe Medicine Beer. Medicine Beer, Bro? Ich weiß ja nicht. Wer ist dein TikTok-Crush? Ryan Reynolds. Excuse me, es ist 2024. Wir haben 2022. 24 war... Die Wir-sind-nur-Freunde-Challenge. Also ich hab keine Freunde. Hand hoch, wenn die Aussage zutrifft. Du findest deinen besten Freund, beste Freundin attraktiv. Hab ich keinen. Du hast schon mal einen ganz besonderen Vibe bei deinem besten Freund, besten Freundin verspürt. Was? Du könntest dir besoffen vorstellen, deinen besten Freund, beste Freundin zu küssen. Du fändest es okay, freizügige Bilder von deinem besten Freund, bester Freundin zu bekommen. Wer würde das nicht okay finden, wenn das ein anderes Geschlecht wäre? Du fändest es nice, wenn dein bester Freund, beste Freundin Single wäre. Wenn dein bester Freund, beste Freundin sich an dich ranmachen würde, würdest du es zulassen. Küsst euch jetzt, wenn ihr beide bei allem die Hände hoch hattet. Ja? Boah, manchmal habe ich einfach das Gefühl, ich mache alles falsch. Bin ich eigentlich eine schlechte Mutter, Kimmy? Ich heiße Joshua. Kritisch. Kritisch. Eine Scheiße, Hallo, Mama. Ich bin zurück von der Schule. Wenn du eine gute Klassenarbeit schreibst. Ich habe meine Klassenarbeit wiederbekommen. Wirklich? Ach, cool. Ist es die 1 geworden, wie du es gehofft hast? Ich meine, du hast ja diesmal wirklich viel geackert, ne? Du hast mir ja gesagt, du hast jeden geackert. Tag... Geackert!
geackert. 5 Stunden gelernt, 2 Wochen lang. Du hast gesagt, das wird eine gute Note. Was hast du? Ja, was habe ich? Also, um es kurz nochmal zu erklären, ist, bei einer Klassenarbeit hängt es natürlich immer von ganz vielen Faktoren ab. Wie ist die tägliche Verfassung? Geht's einem gut? Kopfschmerzen, Halsschmerzen? Hat man genug getrunken? Wie sind die Aufgaben gestellt? Also, ey du, stopp mal jetzt ganz kurz. Laber mich nicht voll mit deiner Scheiße jetzt hier. Ich hab keinen Bock auf deine Märchen-Stories. Gib einfach die Note, verdammt nochmal! Ich will wissen, was für eine Note du hast, Digga! Was hast du für eine Note, habe ich gefragt. Ich hab ja nicht gefragt, dass du mir eine Märchen-Story vorlesen sollst. Ja gut, wenn du jetzt so fragst, dann sage ich es jetzt auch ganz offen raus. Kurz und knapp und schmerzlos, 4+. Bitte, was? Nicht dein. Das hab ich gesagt. 4+. Du übst, du machst alles. Ja, 3-4 Stunden. Du denkst, Alter, ich hab alles im Griff. Du siehst den Test. Oh, Digga, ich weiß gar nichts mehr. Ernst jetzt, oder? 4+. Du hast gefühlt 100 Stunden für gelernt und sagst du 4+, Alter. 4+ schreibe ich, während ich mit diesen hier komischen Sushi-Stäbchen gegen 2 Ninja-Turtle kämpfe. Ne Scheiße. Nein, leider. Aber warum nicht? Vielleicht versuche ich halt vegan zu werden. Warum sage ich, man muss vegan sein? Warum? Ich würde vermuten, weil du als Meinung anderer nicht akzeptierst und andere deinen Willen aufzwingen willst. Nein, leider. Papa. Danke. Hey Brillenschlange, du bist so fett, wenn du dich auf ein iPhone setzt, wird es zum iPad. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Hey Brillenschlange. War ein bisschen schwach. Bis morgen.